Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Ja, in der vergangenen Folge haben wir ja hier aufgehört. Wir holen uns jetzt mal ein paar Türmchen und ein paar Außenposten vielleicht in der heutigen Folge. Und ja, in der nächsten Folge machen wir da weiter mit der Story. Eigentlich, das muss ich nämlich dazu sagen, habe ich nämlich schon mit der Story weitergemacht. Aber, das ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, mein Mikro war stumm geschaltet. Deswegen, ja, ist eigentlich das eigentliche Video, was ich hochladen wollte als dritten Part, so gesehen, weg. Wenn man es so betrachtet, halt nur ohne Sound. Und deshalb machen wir jetzt mal ein paar Nebenmissionen. Oh, hallo, mein kleiner Freund. Oh, wer bist du denn? Ich glaube, das war mein neuer bester Freund gerade vor mir. Ich und der werden, glaube ich, Lieder singen irgendwann zusammen. So, hier oben ist der Turm irgendwo. Wir laufen mal dahinter. Auf 400 Meter. Weil dann können wir zumindest die Karte etwas weiter aufdecken. Und das ist natürlich auch sehr gut für uns, weil dann schalten wir nämlich auch neue Waffen frei. Und dagegen hat man natürlich nie was. Weil ich möchte auf jeden Fall den Granatwerfer oder den Recurve-Bogen. Ich weiß nicht, hieß das so? Ich glaube, der hieß Recurve-Bogen. Das ist so ein Bogen aus Metall, den möchte ich nämlich sehr gerne. Aber dafür müssen wir ihn erstmal freispielen. Okay, da oben ist der Turm. Also mit dem Fahrzeug wäre es schon ein bisschen angenehmer, muss ich echt mal so sagen. Oh nein, ich höre doch hier Hunde. Hallo? Hündchen? Okay. Das kommt doch nicht. Ich hätte irgendwie gedacht, so ein Hund kommt angerannt und will mich fressen. Aber ne, sieht doch nicht danach aus. Oh. Was haben wir denn hier? Oh nein, da ist er! Hallo! Hallo, meine kleinen Männer! Hallo! Hallo! Ey! Aua! Ich glaube, das sind keine Hunde, ich glaube, das sind Kojoten, oder? Hilfe! Komm schon! Wow! Ey, die kleinen Männer wollen es wirklich wissen. Okay, so. Tut mir leid. Eigentlich sah der ganz putzig aus. Aber ihr wolltet es so. Ja, es ist ein Rothund. Gut, damit hat man das zumindest geklärt. Es ist ein Hund. Nun, warum macht er sonst noch wow? Also das war jetzt auch ein bisschen dumm von mir, glaube ich. Plötzlich ist ein Tiger vor mir und ich sag, das ist ein Hund, weil er bellt oder was. So, das Plakat zerstören wir. Hey, Gale, der Mann mit dem goldenen Namen. Mit dem goldenen Namen. Das tut weh. Erkennst du meine Stimme nicht? Sollte ich? Die Stimme vom Sender Freies Kyrat? Ich bin's, Ravi Rayrana. Hörst du das nicht? Stimmt, Ravi Rayrana. Nenn mich einfach Ravi Rayman. Okay, Ravi Ray, worum geht's? Wir müssen uns treffen. Ich schick dir meine Koordinaten. Komm vorbei, Mann. Ravi Ray. Okay. Schießt auf den Motor! Sehr schön. Und weiter geht's. Hoch zum Turm. Operation der große Turm. Oh boah, ich hoffe so sehr, dass die Türme vielleicht doch irgendwie in Far Cry 5 dabei sind. Die Funktürme in Kyrat sind allein wieder bis ins. So. Na, moin. So, dann gehen wir mal nach oben. Und schalten diese schreckliche Stimme aus. Alle erleuchten. Mich erleuchtet auch bald was. Ich weiß es jetzt schon. Da sitzt der Parker Min vor mir mit seinem wunderschönen lilanen Outfit und sagt, ich werde dich erleuchten. Natürlich, die Leute da unten bräuchten Hilfe. Aber ich will auch hier hochklettern. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hier weiter? Hier. Ich wünsche euch mal viel Glück da unten. Wo? Nein! Achso, gut. Ich dachte, ich fliege jetzt ganz nach unten.
Das war nämlich nicht so gut gewesen, aber so ein kleines Stück geht ja noch. Ist da noch einer? Ja. So. Alle erleuchten. Ich liebe diese Stimme bald. Ich werde euch alle erleuchten, sagt die dann immer zu mir. Ich hab's immer gewusst. Irgendwann träume ich von dieser Stimme. Dann sagt die in der Nacht so zu mir, ich werde dich erleuchten. Und dann drückt die dabei meine Augen auf. Au, das hört sich irgendwie schmerzhaft an. Aber naja. Wenigstens hat sie mich dann erleuchtet. So, hoch hier. Okay, Munition. So. Jetzt halt die Klappe, Troller. Ah, endlich Ruhe, Leute. Jetzt ist die Stimme nicht mehr da. Jetzt können wir genießen unser Leben. Oh, 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 oh. Oh. Okay, die beiden haben da ja schön geknuddelt gerade eben. Okay, kurz Karte lunsen. So, wir haben das jetzt hier aufgedeckt und wir holen uns jetzt den Außenposten dort. Okay, wir rutschen hier runter. Komm schon, go. So. Und jetzt auf zum Außenposten, würde ich meinen, Leute. Go, go, go mit dem Schmo. So. Okay, scheiß drauf, Leute. Wir jumpen jetzt hier runter mit dem Quad. Obwohl, nee, hier geht's noch runter. Oh, scheiße! Oh mein Gott, bitte explodier nicht, bitte explodier nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fahre einen Berg hinab. Lala, 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 lala. Nein! Oh. Guter Mann. Nein! Ihr Schweine, ihr habt ihn getötet. Okay, dann geht's weiter zum Außenposten. Hey, ich will los. Okay, jetzt so. So. Ich dachte gerade, wir kommen hier gar nicht mehr weg, dass die Karre zu beschädigt wird. Ne, geht noch. Zum Glück. So, absteigen. Oh, oh, das Lager sieht groß aus. So, Nummer 1 ist weg. 2 sind weg. 3 sind weg. Und noch mehr sind weg. Sehr schön. Hier ist irgendwo noch jemand. Ich habe gerade hier noch eine Stimme gehört. Ich glaube oben in dem Haus. Wir gucken jetzt mal. Okay, lieber mal den Alarm hier. Alarm? Den Alarm hier ausschalten. So. Kollege. Der ist jetzt wieder. Hey, wo bist du? Lauf einfach mal unten rum und dann töte ich dich. Für unser Land!
So, wo bist du jetzt, Kollege? Läuft er auf dem Dach herum? Nein, ich glaube, da war er. Kollege, moin. Okay, alle hatten jetzt irgendwie gar keine Chance hier so richtig. Muss man echt mal so sagen. Alle schön easy sneaky getötet, außer der letzte hat uns mal ganz kurz in die Augen gesehen. Alle anderen schön easy sneaky ja weggeholt. Also ja, kann man eigentlich immer so machen. War ganz nett. So, hier hinten gehen wir noch zum nächsten Außenposten. Macht gerade irgendwie richtig Laune, hier die ganzen Außenposten zu befreien. Hat irgendwie so richtig geiles Feeling. Also langsam, die Vorfreude wird immer mehr auf Far Cry 5, muss ich echt so sagen. Auch wenn man halt noch nicht gar nicht so viel weiß über das Spiel, ich habe trotzdem Bock, weil ich fand eigentlich alle Far Cry Teile gut. Außer halt den zweiten, der war bewöhnungsbedürftig, sage ich mal so, aber der zweite war halt auch der allererste mit Open World, also von daher eigentlich fand ich alle gut von Far Cry. So, nächster Außenpost, du musst jetzt auch noch dran glauben. Schöne Musik hier auf jeden Fall im Fahrzeug. Höre ich mir jeden Tag an, jede Nacht. Und da hinten, da war Gegner. Oh, kommt her, meine Freunde. Komm schon, sehr schön. Sehr schön. Oh, hallo. Oh mein Gott, da ist ein Chuggernock. Oh mein Gott, Leute. Hey, fahr ihn nieder. Fahr ihn nieder. Oh mein Gott. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. An dem Lager, wo wir jetzt gerade hinfahren, zu dem Außenposten, da wird so ein Chuggernock auf uns warten. Das sage ich euch jetzt schon. Warte mal, wo ist denn seine Waffe? Die würde ich vielleicht sehr gerne mitnehmen. Nein, ich sehe sie nicht. Dann einigen wir uns darauf, dass meine Augen zu sind und wir fahren weiter zum Außenposten. Oh nee, ich freue mich da ja schon direkt auf später. Später gibt es nämlich noch solche Chuggernocks mit Flammenwerfer. Die waren immer mies. Das weiß ich noch ganz genau von damals. Okay, wir sind da. Ja, da hinten war ein Chuggernock, ich habe ihn gesehen. Okay, ich habe einen Plan, Leute, wie wir vorgehen. Das Ding machen wir auf. So. Jetzt müssen wir hier... Nein! Nein! Ich wollte den Alarm ausschalten! Lass mich bitte wegrennen! Oh! Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Granate! Nochmal eine Granate! So, da werfen wir hier noch einen Köder hin. Komm schon, wir brauchen irgendein Tier hier als Unterstützung. Komm schon! Irgendein Raubtier, ein Bär wäre vielleicht gut. Komm schon. Oh mein Gott. Ah, so. Und Granate. Sehr schön. Jawohl, Ski, wir haben sie alle, Leute. Sehr schön. Sehr schön, da haben wir jetzt mal schöne Außenposten hier eigentlich genommen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, aber auch, wir beenden hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt mal ein paar schicke Außenposten. Die Folge ging auch gar nicht so lange, muss ich dazu sagen. In der nächsten Folge machen wir aber dann wirklich wieder mit der Story weiter. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Teilt euch gerne das Video, würde mich sehr freuen. Und ja, Leute, haut rein und ciao!